So, Force of Nature mit mehr Brot diesmal. Jetzt gehen wir da wieder hoch und gucken, ob wir diesmal überleben. Also ich habe diesmal wirklich viel Brot eingepackt. 50 Brot, das heißt 150 Weizen. Das hat mich einfach eine halbe Ewigkeit gekostet. Aber ich sehe gerade, wir haben Asche vergessen und wir wollen ja ein Portal bauen. Ich überlege übrigens... Steine, ja, die nehmen wir dann noch mit. Ich überlege übrigens, Force of Nature einzustellen, weil es guckt sowieso, wenn überhaupt einer, zwei. Und falls es doch für ihn interessiert, könnte er sich kurz melden und Bescheid sagen, dann machen wir das Ganze weiter. Und wenn nicht, dann lassen wir das halt. Weil wenn keiner hinterher weint, dann brauche ich mir auch nicht die Arbeit machen und das hochladen. Ich meine, ich werde das dann persönlich weiterspielen, aber ich werde es dann nicht mehr hochladen. Das mache ich bei Eco. Eco macht Spaß, auch ein bisschen so nebenbei zu erzählen. Bei dem hier auch, aber es ist immer so ein bisschen mehr Arbeit. Ich meine, man muss den ganzen Kack dann rendern. Wenn man es gerendert hat, dann hochladen. Und da mein Mozilla momentan sehr viel rumspackt, stürzt es dann sehr oft dabei ab. Und es ist immer so, naja, relativ mit Stress verbunden. Und dann hätte ich auch wieder einen Platz mehr für ein anderes Spiel. Mal gucken. Je nachdem, wenn jetzt irgendwer sagt, oh nee, ich gucke das gerne, machen wir weiter, dann können wir das weitermachen. Aber sonst spiele ich es halt für mich privat weiter und dann war's das. Zumindest auf YouTube. Für dieses Let's Play. So, aber jetzt werden wir erstmal wieder uns hochkämpfen. Natürlich, und es wird dunkel. Ah. Sowieso keine Chance. Aber wenn ich bedenke, dass die anderen da oben Level 4 waren. So, wie mussten wir denn da hoch? Hier lang. Essen wir gleich mal den Käse auf. Ja, ich habe den Bären da rechts gesehen. Ich hoffe, er kommt nicht. Ah, sieht nicht so aus. So, jetzt geradeaus oder rechts? Gute Frage. Da steht ein Schwein, das nehmen wir noch mit. Und ein Fuchs und noch ein Schwein. Und was ist denn los hier? Hm. So, haben wir auch. Fuchs kommt. Zack. Und daneben. Verdammt. So, dann essen wir jetzt den Käse auf. Na, komm, iss. So, jetzt ist noch irgendwie da so lang. Natürlich muss es jetzt dunkel werden. Bin begeistert. Mehr ja. So, haben wir auch. Könnten noch einfach dem Kompass hinterherlaufen, aber dann kommen wir hier an Sonnenstellen raus. Wenn ich was sehen würde. Also ein bisschen mehr, wäre das schon ganz cool. So, haben wir auch. Ja, dann sind wir schon bald da. Perfekt, wir haben auch den ganzen scheiß Käse verbraucht, den wir nicht mehr brauchen. Das ist gerade nicht so perfekt. Aber es sollten wir noch hinkriegen. Hoffe ich. Oh mein Gott. Oh Gott. Gott! Schnell Brot essen. Iss, Junge, iss! Iss mehr! Wir haben genug Brot gemacht. Oh, ein Bär. Level 2 Bär. Das wird ein bisschen dauern.
Da ist das Schwein, das können wir uns noch holen. Oh, das kommt einfach zu uns. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, noch ein Schwein. Alter, was die schon an Schaden machen. Oh, noch erwischt. Ah, auch Level 2? Hier müsste es doch irgendwo gewesen sein. Ah, ich bin ganz froh gerade, dass wir so viel Brot gemacht haben. So. Ja, noch ein Stück. Aber dann kommt die Fläche, da ist ein Bär. Dann lassen wir den Bären mal und versuchen uns... Kriegen wir den Bären alleine? Nö. Wunderbar. Dann hau zu. Hau, Junge, hau. Nein, 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 nein. Komm schon. Iss mehr Brot. Iss mehr Brot. Hast du Brot? Oh, hat einen Krampf. So, da ist noch ein Bär. Aber jetzt holen wir uns erstmal die hier. Oh, den ersten haben wir. Können wir noch einen Kaffee trinken? Oh. Wir holen uns, glaube ich, erst ihn. Sehr schön. Nur den Bären von hier? Ja. So, dann kann man schon mal direkt ein Brot essen. Weil der macht nicht wenig Schaden. So, Kaffee hinterher. Ist schon ein kleiner Krampf hier. Hopp. 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 So, du auch noch? Ey, 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 nicht weglaufen. Wir kämpfen hier. So, können wir den einfach so einstecken? Oder kommen die denn alle? Ja, wir werden vorsichtshalber nochmal schießen hier so ein bisschen. Zack. Aber wir können auf jeden Fall so nichts mitmachen. Versuchen wir es so. Oh, komm nicht zu nah. Oh, jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Nein, 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 nein. Ich frage mich, ob das geht. Ja. Und wir haben ihn. Gut. Dann können wir jetzt gucken, ob das mit dem Portal geht. Also, ob das von hier aus geht. Stellen das mal hier hin. Weil ich weiß nicht, ob die Kreise sich nur überschneiden müssen oder ob das wirklich Kreis in Kreis sein muss. You have a new quest. Gucken wir uns gleich an. Ah, Teleport to Mars. Wunderbar. Und damit sind wir direkt wieder zu Hause. Dann gucken wir mal, was die Quest sagt. Get a new level. Alles klar. Was brauchen wir dafür? Sieben. Also brauchen wir noch 3 Klauen und 3 Barren. Jetzt haben wir eigentlich unser Gold mit. Wir kriegen keine 3 Barren hin. Das heißt, wir müssen da gleich nochmal hoch. Und uns ein bisschen prügeln. Oder wir nehmen das gleich von hier unten. Wir können uns ja hier unten auch prügeln. So, vorher nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit. So. Dann gucken wir mal. Da hinten ist der nächste. Oh Gott.
Das ist natürlich ein Krampf. Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich schon mal ganz cool, wenn wir mehr Teleporter hätten. Also es wäre ganz cool. Das heißt, wir werden jetzt hier mal noch schnell 10 Sand mitnehmen. Oh. Hälfte haben wir. Und die andere Hälfte. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch Clay dafür. War das Clay? Portal. Genau, 10 Clay. Die nehmen wir uns auch noch mit. Dann können wir nämlich da hinten, wo wir jetzt hingehen, auch noch ein Portal hinbauen. Ich habe nämlich vor, jetzt irgendwie da so ein bisschen hinzugehen. Und dann können wir ein Level-Up machen. Und dann können wir viele neue Sachen bauen. Aber ob ihr dann dabei seid oder nicht, das entscheidet ihr selbst. Ob es ein Daumen nach oben ist oder irgendwas, ein Kommentar. So, wie viel haben wir? 10? Ja, wunderbar. Oh, Moment. Ich möchte definitiv nicht den Stein mitnehmen. Der bleibt schön hier. Kann nicht bei Tod verloren werden. Okay, dann können wir auch noch mitnehmen. Das ist wie der Kompass. So, wir müssen dann nachher mal wieder ein bisschen einsortieren, aber jetzt gehen wir uns erstmal prügeln. Versuchen ein bisschen Gold reinzukriegen. 45 brauchen wir insgesamt. Und ich denke, das sollte kein Problem sein. Da haben wir schon die ersten Freiwilligen. Hallo. Ja, das sind jetzt nur die Kupferläufer, aber Kupfer können wir auch gebrauchen. Hier kommen die Goldies. Ja. Ja, müssen wir doch schon essen. Aber es sind zu wild. Wir haben genug Brot. Und das hat echt lange gedauert. Ich glaube, ich habe da. Da man jetzt die Crafting-Zeit vom Brot und vom Mehl nicht einrechnet, so 2 Stunden dran gesessen. Wird das immer dunkler hier? Du lebst ja noch. Ja. Also alleine halt durch dieses ganze Wasser schöpfen und wieder aufbauen und abernten, aufbauen, abernten, das frisst ordentlich Zeit. Oh, Kaffeezeit. Wie viel haben wir? 51. Wir können eigentlich direkt zurückgehen. Aber ich möchte halt theoretisch hier noch einen Teleporter haben. Hier so. Also gehen wir noch ein bisschen weiter. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja. Verwirrt. Ich habe schon Viecher von dir getötet, die einfach mal ungefähr auf meinem Level waren. Da kommst du Level 1 hier an. So, an dem großen Baum vorbei. Oh, wenn wir das nächste Level up haben, kriegen wir Eisen gelötet. Und dann können wir Eisensachen bauen. Wie eine Axt. Dann können wir, glaube ich, großen Bäume wegmachen. Hallo? Gib mir ruhig mehr Klauen und so. Oh. Schwein haben wir auch noch. Ich wusste es. Komm schon, ich sehe dich nicht. Verdammt. Wir haben da einen Pelz liegen lassen. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit abzubiegen? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ich bin so blöd, dieses Schwein zu treffen. Unglaublich. Gut, dass wir so viele Pfeile haben. So, jetzt habe ich vollkommen die Orientierung verloren. Da lang. Dann weiter nach rechts. Oder wir gehen hier durch.
Mal gucken, ob das geht. Hey Jungs, ihr habt noch ein bisschen Gold für mich, habe ich gehört. Voll nett von euch. Oh, mal kurz ein Brot gegessen nebenbei. Und dann trinken wir gleich noch einen. Füchse. Komm schon, fall um. Beziehungsweise lauf weg. So wie ihr es immer macht. Scheißviecher. Lasst ihr gleich weg. Glückspilz. Egal, jetzt müssen wir weiter. Oh. Das ist natürlich bitter, was da steht. Kriegen wir das Schwein? Nein. Oh, hast du den falschen getroffen? Ey, ey, ey. Hau den Fuchs, der läuft zuerst weg. So. Wenn der jetzt wegläuft, können wir den Bären kloppen. So, wir essen noch ein Brot hinterher. Und dann sind wir auch schon wieder gleich voll. Schweinchen kann man direkt mitnehmen. Das sind Wuchtschläge. Da. Bäh. Komm doch. So. Gehen jetzt. Genauso wie wir jetzt das nächste Vorkommen finden. Also das nächste Eisenvorkommen oder so, machen wir da einen Teleporter hin. Hi. Oh, das Wildschwein nehmen wir auch mit. Wunderbar. Da werden wir jetzt richtig mobil hier auf der Karte. Au. Oh. Hör auf damit. Ah, scheiß Füchse, ihr lauft eh nur weg. Nix könnt ihr. Oh. Noch einer. Ja, komm her. Oh, wir müssen mal wieder einen Kaffee trinken, sehe ich gerade. Aber erstmal essen wir noch ein Stück. Können wir noch einen Schluck trinken. Und da hinten haben wir Eisen. Das heißt, wir werden uns hier niederlassen. Mit einem Portal. Türen Bären. Und ein Wildschwein. Und ein Fuchs. Und was ist denn hier los? Ah, wir hauen erst dich weg. Und wir sollten nebenbei essen. Warum haut ihr denn heute alle ab? Verdammt, Huhn. Egal, wir wollen jetzt hier ein Portal hin. Portal? Nein, nicht Cancel. Verdammt. Select. Oder auch nicht. Dann bauen wir es halt hier oben hin. So. Erstmal noch eine Scheibe Brot. Venus, wir wollen zum Mars, bitte. Und da sind wir wieder zu Hause. Das heißt, wir können jetzt einmal schmelzen. Gold, bitte. Wir haben keine Kohle. Wunderbar. Dann können wir gleich die neue Kohle rausholen. So. So. Dann sind wir zu weit weg. Perfekt. So, das warten wir jetzt noch schnell ab, obwohl wir eigentlich schon voll in der Zeit liegen. Aber wir wollen ja noch das Level abmachen. Brauchen wir noch was? Ne, den Rest haben wir. Das ist gut. Dann gucken wir uns noch die nächsten Quests an und dann liegt es an euch, ob das Ganze weitergeht oder nicht. Also, ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel. Passiert zwar jetzt nicht so
ultra viel und ist nicht so actionreich, aber es ist cool. Was bockt. So. Könntest du bitte schneller machen? Dann können wir erstmal die Kohle wegbringen, glaube ich. Kohle hier. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Dann haben wir auch erstmal eine Kohle. Oder wir machen gleich noch welche. Ich glaube, man kann nie genug haben. Na, machen wir halt nur einmal und dann. So. Dann können wir jetzt eigentlich erstmal schlafen gehen. Es wird sowieso gerade dunkel. Ja. Bis zum nächsten Morgen. Dann können wir unsere Pfeile mal wieder auffüllen. Ja. Und dann dürfte das letzte auch bald fertig sein. Wir können ja in der Zeit mal kurz Kaffee machen. Also, trinken. Einmal ernten, sammeln. Und dann Kaffee. Wir brauchen sowieso bald wieder Kaffee. Und wenn wir Level Up haben, kriegen wir aber auch wieder schneller so Ausdauer. Das ist gut. So, Gold Ingo, bist du fertig? Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt das Level ab. Mal gucken, was die Quests sagen. So. Quests. Oh Gott. Tame a Goblin? Okay. Das ist irgendwie cool. Make a Tailor Table. Okay. Get one more piece. Oh nein. Und get a new level. Get level 8. Gut, dann gucken wir noch, was wir bauen können. Nur den Tailor Table. What? Der Rest kommt erst auf Level 8. Gut. Das gucken wir uns im nächsten Part an, wenn ihr Lust habt, und wenn nicht, dann nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss und so.